Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Lilien vom SV Darmstadt 98, zweite Fußball-Bundesliga, Spieltag 31. Es sind noch 4 Spiele zu spielen, noch 12 Punkte zu holen. Und wenn wir wirklich aufsteigen wollen in die erste Liga, was wir definitiv wollen, dann sollten wir die letzten 4 Spiele schon allesamt gewinnen. Heute ist der Tabellenletzte zu Gast. Erzgebirge Aue empfangen wir in unserem Stadion am Böllenfalltor. Aber vom Tabellenplatz sollten wir uns nicht blenden lassen. Das hat uns beim letzten Mal gegen den Tabellen 16. den KSC schon fast das Genick gebrochen. Denn der Karlsruher Sportclub spielte überraschend spielstark auf und war so ziemlich, meiner Meinung nach, der stärkste Gegner, den wir bislang in der aktuellen Saison hatten. Also der Tabellenplatz sagt nicht viel, deswegen volle Konzentration für das heutige Spiel gegen die Veilchen, also im Blumenduell Lilien gegen Veilchen. Wer sind die hübscheren, wer sind die besseren Blumen? Außerdem gibt es heute 2 interessante Parallelspiele für uns. St. Pauli momentan 1 Pünktchen vor uns, spielt gegen 60 München. Wäre natürlich gut, wenn die Münchner da noch punktemäßig etwas mitnehmen könnten. Und noch viel interessanter ist die Partie, das Derby zwischen Greuther Fürth und Nürnberg. Greuther Fürth aktuell Tabellenzweiter, Nürnberg ein Platz hinter uns auf Tabellenplatz 8. Wenn Nürnberg da noch was holen könnte, zumindest ein Unentschieden, wäre das auch nicht schlecht. Aber wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich erstmal nur auf uns schauen müssen, denn wir müssen erstmal die Punkte holen und dann können wir erst darauf gucken, was die Konkurrenz so macht. Dietmar Schönlebe ist heute der Schiedsrichter am Montagabend um 20.45 Uhr, zumindest virtuell, am 20. April 2015. Das viertletzte Endspiel beginnt. Ich habe an der Formation etwas umgestellt. Brejerie kriegt den Vorzug vor Sudu, beide Innenverteidiger mit einem Formtief. Deswegen ist es auch relativ egal, wer da jetzt neben Jorge in der Innenverteidigung ran darf, denke ich mal. Zudem kommt Matti Steinmann in die Mannschaft anstelle von Weigel und Maurice Exlager, der im Hinspiel das goldene Tor erzielt hat in der Nachspielzeit. Darf heute ran über die rechte Seite. Er ersetzt Ivana. Vorne natürlich das Traumsturmduo Strohengel und Della Fiore. Ich hoffe, die beiden können heute ein wenig zaubern und uns einen Sieg bescheren. Sollten wir das heute hier nicht gewinnen, dann stehen die Chancen mehr als schlecht, dass wir überhaupt noch eine Möglichkeit auf Platz 2 oder 3 haben. Aber gehen wir es an. Noch ist die Chance da. Heute hier in der zweiten Fußball-Bundesliga Spieltag 31. Wir biegen Richtung Zielgeraden ein. Darmstadt gegen Erzgebirge Aue. Und hier sehen wir nochmal die Tabelle. Mit einem Sieg könnten wir punktemäßig zu Union Berlin aufschließen. Aber wir haben gesehen, St. Pauli auch noch einen Punkt vor uns. Die können natürlich auch noch heute Rang 4 oder 5 erobern. Zu den Kaiserslautern auch noch vor uns in der Tabelle. Und natürlich auch noch die momentan auf den Aufstiegsplatz sich befindenden Greuther Fürther. Und eben auch den FSV Frankfurt, die momentan den dritten Platz, der zur Relegation berechtigt, belegen. Und hier nochmal unsere Elf. Ohne den verletzten Jerome Gohndorf. Sehr bitter, dass sich der aktive Mittelfeldspieler leider Gottes verletzungsbedingt abmelden muss für den Rest der Saison. Er wird erst in der Vorbereitungsphase zur kommenden Saison wieder zum Kader stoßen. Und wir gucken natürlich auch nochmal kurz auf den aktuellen Tabellenletzten, auf die Startaufstellung mit René Klingbeil, dem Ex-HSVer, González, Paulus, Mjatke, Schönfeld, Benatelli, Fink, Müller. Und vorne, neben Anir, den Estländer oder den Esten. Wie nennt man die Bewohner aus Estland? Ich glaube, das habe ich schon im Hinspiel gefragt. Este, Estländer, ich glaube Esten nennt man sie. Auf jeden Fall stürmt er neben Frankie Löning, den Wilhelmshavener Jungen, für die, die es nicht wissen, habe ich glaube ich schon häufiger erwähnt. Ich stamme aus Wilhelmshaven und kenne von daher Frankie Löning aus seiner Zeit hier beim SVW. Das ist unser bester Torjäger, Dominik Strohengel. Der beste Torjäger auf Auer Seite trägt ebenfalls die 9 und ist eben Frankie Löning. Hat 8 Saisontreffer erzielt. Da haben wir gerade nochmal den Schiedsrichter Dietmar Schönlebel gesehen. Und Erzgebirge Aue oder Wismut Aue, wie sie
im Volksmund, im Auer Volksmund genannt werden. Stoßen an in Veilchenlieder und weiß von rechts nach links im ersten Durchgang. Und da haben wir den gerade angesprochenen Anja auf Patrick Schönfeld. Der spielt zurück zu Miatke, der Linksverteidiger. Und das erste V-Spiel von Matti Steinmann. Nach langer Zeit mal wieder in der Startelf. Jochen Weigel ist ein bisschen müde, deswegen bekommt er mal eine Pause. Und Matti Steinmann darf für ihn in der Zentrale ran. Erste Freistoßposition, Schönfeld. Der ehemalige Bielefelder kommt nicht schlecht. War da noch ein Darmstädter dran? Sieht nicht so aus. Kopfball kam von Benatelli. Aber den konnte er nicht platzieren. So Abstoß für Ekrami. Links raus auf Holland, der weiter zu Kempe. Della Fiore bekommt den Ball da weggespitzelt, schade. Oh, schöner Spielzug. Da hat Müller auf einmal richtig viel Platz. Bergerie muss rausrücken. Letzter Einsatz von Müller, aber Jorge passt in der Mitte auf. Holland, Della Fiore, Steinmann, Jungwirth. Oh, der pennt da, der Jungwirth. Aber klasse Grätsche von Steinmann. Macht den Fehler wieder gut. Kempe. Aue will sich hier nicht verstecken, geht relativ früh drauf mit zwei früh attackierenden Angreifern. Jorge bekommt es hier zu spüren. Diamera, bisschen Platz für Exlager. Und dann das Foul, das böse Foul an unseren Kapitän Dominik Strohengel. Und da geht Matti Steinmann, nee, Jungwirth ist es, da gleich mal auf Rico Benatelli drauf. Unnötig, so eine Grätsche. Gucken wir nochmal drauf. Er trifft da nur die Hacke von Strohengel. Und wenn der dann noch unglücklich fällt, kann er sich da sonst was brechen. Jungwirth deswegen sauer, aber Strohengel steht. Alles gut, gelbe Karte und weiter geht's. Nicht lange damit sich befassen. Jorge. Exlager. Wie gesagt, Siegtorschütze im Hinspiel. Guter Ball, aber der ist zu lang. Schade, gut gedacht. Schönes Direktspiel da, aber der Steilpass von Jungwirth, oh, es war schon seine achte gelbe Karte von Benatelli, haben wir da gerade eingeblendet gesehen, hat auch schon zweimal rot gesehen, also er ist einer der Treter der Liga, wenn man so sagen darf, eine beachtliche Kartenanzahl, nicht schlecht, nicht schlecht. Mendel mit dem Abstoß auf Anja, gutes Tackling von Steinmann, Exlager. Strohengel will da Exlager schicken, aber Miatke gut nach innen gelaufen, stellt sich in den Laufweg und fängt den Ball hervorragend ab und leitet den Gegenangriff ein, kann lange laufen. Benatelli raus auf Patrick Schönfeld, vorbei an Diamera, das geht zu einfach, Übersteiger, aber nicht vorbei am guten Jorge. Exlager macht das gut, zurück zu Jorge. Della Fiore in der Mitte anspielbereit, den sieht er auch. Leider sind die Felder auf dem Radar nicht so deutlich zu unterscheiden zwischen Blau und Lila. Deswegen muss ich ab und zu ein bisschen genauer hinschauen. Langer Ball auf Della Fiore, zunächst abgewehrt, Exlager nochmal. Diamera, ah, Ball zu kurz, Miatke dazwischen, jetzt der Konter für die Gäste aus dem Erzgebirge. Jorge kommt zu spät, schickt Frankie Löning. Bregerie muss da schnell zurück in der Mitte. Und ist er auch. Aber nochmal die Kopfballchance aus dem Hintergrund. Aber kein Problem für Ekrami im Tor. Della Fiore. Aber zu wenig Bewegung nach vorne. Vielleicht jetzt. Aber der Pass ist auch wieder zu steil für Della Fiore. Aber immerhin gibt es den Einwurf für uns. Kempe läuft zum Ball, er wird den Einwurf ausführen und wir werden gleich mal ein bisschen offensiver zu Werke gehen. Aber nicht zu offensiv. Steinmann, Strohengel, schöner Ball auf Jan Giamira! 28. Minute, Führung! Benetz voll am Start. Strohengel mit dem schönen Überblick und dann haut Giamira einfach mal drauf. Vollspann abgezogen. Martin Mendel im Tor, sieht nicht gut aus. Der ehemalige Junioren-Nationaltorwart.
Der Ball zwar hart, aber nicht platziert. Also haltbar. Aber das ist uns und vor allem Jan Diamera sowas von egal. Erstes Profitor im Profifußball für den Rechtsverteidiger, ausgeliehen vom VfL Bochum. In den letzten Wochen einer der stärksten, zumindest was die Form angeht. Eigentlich immer mit einem Formhoch dabei. Ganz wichtiger Akteur, dieser Jan Diamera. Frühe Führung. Na, was heißt früh? Gute halbe Stunde hat es gedauert, aber Führung ist auf jeden Fall wichtig. Gut gemacht von Kempe. Brigeri auf den Torschützen. Diamera. Oh, der wollte Strohengel schicken. Aber der Ball ein bisschen zu weit in die Zentrale gespielt. Deswegen konnte Paulus aufpassen, der Innenverteidiger. Müller. Flügelakteur gegen Steinmann. Aue kombiniert sich durchs Zentrum und probiert es einfach mal aus der Distanz. Da war er aber sehr mutig, der Ania. Aus so einer Entfernung. Und hier nochmal das Tor. Ja, da sieht Mennel nicht gut aus. Aber das ist uns sowas von Schnurzpiep. Egal. Wir führen gegen Erzgebirge. Aber wir müssen aufpassen. Holland mit dem Feder macht ihn aber wieder gut. Jungwirt. Kempe. Langer Ball. Ah, da wollte ich auch nicht hinspielen. Strohengel wird abgefangen. René Klingbeil. Fehlpass. Holland. Schnell und stark unter Druck gesetzt. Ikrami erstmal mit dem Befreiungsschlag auf Strohengel. Holt den Kopfball. Ah, aber De La Fiore kommt nicht an das Spielgerät ran. Benatelli. Auf Fink. Kann sich da ziemlich frei bewegen. Steinmann dazwischen. Nochmal Steinmann. Ah, einmal zu viel die Kreistaste betätigt. Dennoch gute Aktion. Steinmann sehr präsent in den Zweikämpfen. Hat in Real Life ja auch vor kurzem die eine oder andere Spielminute beim HSV schon bekommen. Exlager mit dem langen Ball. Strohengel vorbei an Paulus. Überzahl. De La Fiore ist in der Mitte. Aber der Ball zu schwach, zu unpräzise von Strohengel. Das hat er beim 1:0 besser gemacht. De La Fiore eigentlich sehr gut in der Mitte hineingelaufen. Das war die Riesenchance auf 2:0 zu erhöhen. So nur die knappe 1:0 Führung. Die Abschläge von Mennel kommen da sehr genau. Brigeri zu spät im Zweikampf. Das ist Schönfeld auf Miatke. Exlager muss dazwischen, macht er auch, sehr gut. Kein Foul, Einwurf für Wismut Aue, für die Veilchen. Das habe ich mir schon gedacht, Exlager auch. Und da bleibt Müller nach dem Zweikampf hier verletzungsbedingt liegen. Hat er wohl den Ellbogen ins Gesicht bekommen. Natürlich keine Absicht von Exlager. Aber er kann anscheinend doch erstmal weitermachen. Jetzt der Fehler von Exlager. Er kann doch nicht weitermachen. Müller verletzungsbedingt raus. Für ihn kommt Novi Kovas, der vielleicht beste Techniker im Team von Wismut Aue. Da hat er erstmal Glück gehabt, gerade Benatelli. Jetzt hat Fink Glück, dass er da durchkommt gegen Steinmann. Flanke kommt. Kopfball von Anir. Müsste Abschluss geben, ja. Da war Fabian Holland nicht am Ball. Ja, Novi Kovas, der Georgier, der wahrscheinlich beste Techniker in den Dreien von Erzgebirge. Hat mich eh gewundert, dass er nicht in der Startaufstellung stand. Aber jetzt ist er ja mit dabei. Das ist Strohengel auf De La Fiore. Komm, setz dich durch. Leider nicht. Gonzales dazwischen. Aber dann der Fehler von Klingbeil. Das ist Strohengel. Oh, hätte ich da direkt gespielt. Aber ich glaube, da war extra ganz abseits gelaufen. Deswegen habe ich mich da nicht getraut. Der Ball von Anir in die Spitze abgefangen. Und das war die letzte Aktion im ersten Durchgang. Darmstadt, die Lilien führen mit 1:0. Durch die Vorbereitung von ihm hier, Dominik Strohengel, bereitet das erste Profitor von Jan Diamera vor. 1:0. Zwar führen wir, aber der Käse ist noch lange nicht gegessen. Gucken wir auf die anderen Plätze. St. Pauli führt. Das ist natürlich schlecht für uns mit 2:1 gegen 60 München. Und im Derby zwischen Fürth und Nürnberg steht es noch torlos 0:0. Ich überlege gerade, was besser für uns wäre. Nürnberg ist ja auch, ich glaube, nur 2 Punkte hinter uns. Aber gegen Nürnberg spielen wir auch noch.
am vorletzten Spieltag, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Von daher wäre es sogar besser, wenn Nürnberg gewinnen würde. Aber ein Unentschieden bei dieser Partie wäre auch eigentlich ganz in Ordnung für uns. Ein einziger Torschuss bislang von uns, der war allerdings drin. Trotzdem hatten wir ein paar gute Offensivaktionen, aber wir sollten uns bemühen, schnellstmöglich noch ein Tor nachzulegen. Wir stoßen an im zweiten Durchgang ohne Veränderung, jetzt von rechts nach links. Aber ein 1 zu 0 ist einfach viel, viel zu knapp. Da kann ganz schnell, oder das kann ganz schnell nach hinten losgehen mit einer schlechten Aktion oder einer guten Aktion des Gegners. Steht es mal ganz schnell auf einmal 1 zu 1. Und wichtige, wichtige Punkte würden verloren gehen. Schönfeld. Guter Zweikampf. Oh, komm, warum bekomme ich Holland da nicht ausgewählt? Häufig mal wieder ein bisschen ungeschickter, unsere Akteure vom SV Darmstadt hier. De La Fiore kommt, schade. Gonzales. Benatelli raus auf Schönfeld. Gegen Holland. Gut gemacht auf Fink. Gegen Brejerie, der bringt die gute Flanke. Und genau das meine ich. Eine Aktion nach vorne und zack, steht es 1 zu 1. An hier der Torschütze. Brejerie zu spät und Jorge und Guillamera. Zwei Mann gegen ein. Aua, können ihn nicht verteidigen. Altes Rezept. Flanke, Kopfball, Tor. Fünftes Saisontor, Henry. An hier, 51. Minute, kurz nach Wiederbeginn. Das ist jetzt natürlich ein gewaltiger Nackenschlag. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Aber noch ist natürlich Zeit. Ex-Lager auf Della Fiore. Und da wird 10 Sekunden später erst die Abseitsposition erkannt. Ziemlich spät gepfiffen vom Schiedsrichter gespannt. Gucken wir nochmal drauf. Aber leider richtig entschieden. Ein Schritt war Della Fiore da zu weit. Vom gegnerischen Tor oder zum gegnerischen Tor entfernt. Jungwirth. Strohengel. Lauf Della Fiore. Lauf, mein Digger. Aber Strohengels Pässe kommen jetzt nicht mehr so genau wie beim 1 zu 0. Guillamera. Strohengel mit der Hacke. Jungwirth. Links ist Platz für Kempe. Della Fiore bietet sich an. Zusammenspiel mit Matti Steinmann. Della Fiore. Oh, der Winkel zu spitz und der Torschuss, der sogenannte Torschuss, ich weiß gar nicht, ob er als Torschuss gewertet wird, geht sogar in Seiten aus. Ex-Lager dazwischen. Die Flanke nicht schlecht. Jungwirth. Florian Jungwirth. Die Riesen Chance. Und warum nimmt er da nicht seinen linken? Warum probiert er es da mit rechts? Die Chancen häufen sich, aber die Chancenverwertung wird gegenüber der letzten oder den letzten Partien nicht wesentlich besser. Stunde gleich vorbei. Jungwirth, der gerade diese Riesenchance hat liegen gelassen. Strohengel, kein Foul. Vom Erzgebirge, Benatelli. Jungwirth kommt nicht in den Zweikampf. Und jetzt kombinieren sie sich hier durch. Wo war denn da ein Foul? Ruhe bewahren. Freistoß für die Veilchen, für die Gäste aus dem Osten. Benatelli wird den Freistoß reinbringen. Ausgeköpft zunächst. Aber der zweite Ball landet wieder bei den Gästen. René Klingbeil. Für mich die größte Graupe, die jemals das Trikot des HSV trug. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal erzählt. Da wollte ich nicht hinspielen. Ich wollte zu Della Fiore durch. Aber naja. Es ist nun mal so, wie es ist. Jorge, komm. Geht dazwischen. Guillamera. Wer hat die Übersicht? Brejerie. Jorge. Ungewohnt viele verlorene Kopfballduelle in letzter Zeit. War gegen den VfL Bochum ja auch so, als er das entscheidende Kopfballduell gegen Terodde verlor vor 2 Spieltagen. Holland. Kempe. Della Fiore. Ne, da wollte ich auch nicht hinspielen. Ich weiß, ich muss in solchen Situationen ruhig bleiben, aber es fällt einem zum Teil echt verdammt schwer. Gonzales beim Freistoß. Brejerie verliert das Kopfballduell. Ekrami spielt mit. Kommt Della Fiore hin.
Ey, hallo? Ja, kein Foul von Benatelli. Selbstverständlich nicht. Diamera spielt den klasse Rückpass da. Der Aua. Wollte schon der Ahlener sagen. Nein, der Erzgebirgler. Aber noch gerade dazwischen. Ich glaube, Jorgi, der den Schuss da geblockt hat. Aua hat gewechselt. Wäre natürlich unauffällig. Frankie Lönen geht vom Feld. Für ihn Okrobonko, der Mann aus Nigeria. Jetzt mit dabei. Das ist Jorgi. Der kommt aus dem Kamerun. Aber der Ball ein Tick zu kurz. Della Fiore kommt nicht ran. Gute Grätsche. Und jetzt Konterchance. Della Fiore mit der Hacke. Aber ich komme da wieder nicht zum Abspielen. Die Ballkontrolle ist bei den Zweitligaspielern halt nicht so überragend. Und da sehen wir schon wieder von Jungwirt. Was macht der da? Ich weiß nicht, warum ich ihn überhaupt noch spielen lasse. Weigel kommt für ihn. Und ein Kudo möchte ich auch mal reinbringen. Für Strohengel. Exlager geht dafür ins Sturmzentrum. Wir müssen ja nochmal frische Offensivimpulse bringen. Aber jetzt kommt erstmal Aue. Mit der Flanke. Jorge diesmal Kopfballsieger. Aber der zweite Ball landet selbst natürlich, selbstredend beim Gegner. Und das war eigentlich auch ein Foul. Und das ebenfalls. Und jetzt wird es auch mal abgepfiffen. Vielen Dank, lieber Herr Schiedsrichter. Wir haben nur noch 13 Minuten Zeit. Doppelwechsel. George Kevin Nkudu kommt für Strohengel. Und für Florian Jungwirt, der die vielleicht größte Chance zur Führung hat liegen gelassen, wird ersetzt durch Jochen Weigel. Erstmal Freistoß, weiter geht's. Noch 13 Minuten Ruhe bewahren. Einmal noch Dudelstädter sein. Langer Ball auf Della Fiore, aber Paulus passt auf. Verlängert zu René Klingbeil. Und wir müssen gleich mal wieder ein bisschen offensiver hier agieren. Ball rutscht durch, Joy G mit dem Zweikampf, aber das meine ich mit der Ballkontrolle und die Technik. Die brauchen einfach viel zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Okrobonko mit dem Übersteiger, Joy G, überragend, der Kameruner. Diamera, langer Ball, sehr langer Ball. Nkudu, zieh an, Junge. Nee, er läuft gegen den Gegenspieler, statt an ihm vorbeizulaufen. Er kann seine Schnelligkeit einfach nicht ausspielen. Jetzt kommt Okrobonko, der ist auch schnell und trickreich, wie man sieht. Joy G dazwischen, Holland. Kempe am Ball vorbei, Okrobonko. Wenn jetzt hier ein Gegentor fällt, ist alles vorbei. Da fällt ein Darmstädter, da fällt noch einer, wieder kein Foul. Ey, so langsam, Leute. So, jetzt Weigel. Und wir sind mal in krasser Überzahl. Della Fiore. Auf Weigel. Und das ist Exlager. Ich habe gerade das größte Facepalm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wie kann Exlager den nicht machen? Kunert kommt für Schönfeld. Maurice Exlager, was war das? Es gibt nochmal den Eckstoß. Aber wenn man schon solche Chancen liegen lässt, wie viel Hoffnung hat man dann noch da? Und natürlich fängt der gegnerische Torwart die Ecke mit Leichtigkeit ab und hält den Ball erstmal 500 Sekunden in den Händen. Bregerie verliert jedes Kopfballduell, jede Kopfballverlängerung zum Gegner. Ja, sorry Leute, wenn ich hier wieder in den Rage-Modus komme, aber ihr seht's ja, was ist denn das? Der Tabellenletzte führt uns wieder vor und macht sogar fast noch das Tor durch Anja. Aber hätte ganz ehrlich auch irgendwie zu dieser Partie gepasst. Vielleicht noch ein Angriff. Della Fiore auf Exlager. Nee, warum habe ich den denn überhaupt in die Startaufstellung genommen? Warum, Leute? Warum geht denn da keiner drauf? Es ist einfach zum Verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich da großartig noch zu sagen soll. Und warum freuen die sich? Oh, macht bloß die Wiederholung weg. Ich dachte nach dem letzten Spiel, wo ich schon
krass, krass aggressiv war, wird es heute besser. Im ersten Durchgang war es gut, bis zum Gegentor und danach mal wieder alles scheiße. Wie so oft, der einzige Torschuss des Gegners geht rein. Kempe wird zum Spieler des Tages ernannt. Interessant. War nicht mal am Tor beteiligt. Jorge heute wieder stark. Warum Ekrami eine 6,6 bekommt, weiß der Teufel. Naja, was soll man tun? Greuther Fürth gewinnt. St. Pauli gewinnt. Und ich glaube, damit ist es offiziell. Wir haben keine Chance mehr auf den Aufstieg. 6 Punkte Rückstand zum FSV Frankfurt. Greuther Fürth ist damit auch durch. Wir könnten nur noch theoretisch FSV Frankfurt irgendwie überholen und hoffen, dass alle anderen Teams, die vor uns stehen, auch noch irgendwo Punkte liegen lassen. Aber das haben wir schon lange, lange nicht mehr in der eigenen Hand. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin gerade arg enttäuscht. Das dritte 1:1 hintereinander und wieder gegen Teams. Ich wollte auf die Tabelle. Und immer gegen Teams, die da ganz tief unten mit drin sind. Erzgebirge Aue, zumindest nicht mehr Tabellenletzter. Den Platz hat jetzt der SFC Heidenheim übernommen. Aber dennoch unheimlich bitter, dass sie gegen solche Teams einfach nicht mehr Kapital draus schlagen kann. 3 Spiele sind es noch. Die Chance ist theoretisch zwar immer noch da, aber auch wirklich nur theoretisch. Da haben wir uns heute, glaube ich, die letzte Chance verspielt. Und ihr habt ja gesehen, wenn man solche Chancen liegen lässt, wie Exlager es gerade in der Schlussminute getan hat, dann ist man vielleicht auch noch nicht reif genug für die erste Liga. Haben auch schon 1-2 Leute von euch in den Kommentaren geschrieben, selbst wenn wir aufsteigen sollten, ist unser Kader eigentlich viel zu schwach. Und das sehe ich eigentlich genauso. Mit den ganzen neuen Spielern, die wir zur neuen Saison bekommen, sollten wir uns vielleicht noch eine Saison in der zweiten Liga einspielen und dann so langsam wirklich Richtung Bundesliga peilen, also den Aufstieg anpeilen. Gucken wir mal kurz auf die bisherigen Ergebnisse des Spieltages. Nürnberg gewinnt gegen Lautern, Union Berlin holt nur einen Punkt, Düsseldorf gewinnt, Bochum gewinnt, das ist uninteressant. Greuther Fürth gewinnt, sind damit auch wohl durch. Interessante Ergebnisse auf jeden Fall. Könnte uns Hoffnung machen. Mit einem Sieg wären wir auf 50 Punkte. Und wenn am Schluss die Tordifferenz noch eine Rolle spielen sollte, das wäre ja noch bitterer. Aber dazu sollten wir erstmal gegen den FSV Frankfurt, unseren nächsten Gegner, gewinnen. Sollten wir das gewinnen, sind die Chancen tatsächlich wieder da. Denn dann wären wir nur 3 Punkte vom FSV Frankfurt entfernt. Aber St. Pauli könnte noch theoretisch den dritten Tabellenrang übernehmen. Gegen wen spielen die? Die spielen beim 1. FC Heidenheim, beim Tabellenletzten, wo sie höchstwahrscheinlich punkten werden. So, Pressekonferenz können wir einfach wieder ignorieren. Oh, das ist so bitter. Das Ergebnis heute, schon die letzten beiden Ergebnisse waren wirklich bitter, aber das heute war noch bitterer. Also so bitter wie eine Zitrone. Versteht ihr? Zitrus, Zitrone. Egal, Leute, ich habe schon heute gesagt, das war eigentlich die theoretisch schon letzte Chance, aber eine Chance haben wir dann doch noch, und zwar beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 15, Karrieremodus. Der Tabellendritte FSV Frankfurt empfängt die Tabellensechsten oder Siebten, egal, auf jeden Fall unsere Lidien vom SV Darmstadt 98. Ein Sieg und die Hoffnung lebt weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei und schaltet wieder ein. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.